Herzlich willkommen bei uns zum Verständnis, weil diese Tradition ist ein bisschen unterschiedlich. Wir haben in Wien auch verschiedene Volkstanzgruppen. Da hier aber ist ein Fest, wo wir alle zusammenkommen, um einfach zu tanzen. Nicht vorzutanzen oder auf die Bühne zu gehen, sondern einfach gemeinsam, wie bei einer Hochzeit ohne Hochzeitspaar, zu tanzen. Die Polen in Wien sind eine Gruppe, die sich getroffen hat, immer hinter oder die sich regelmäßig trifft hinter der Kirche in der Strohgasse hinter dem Rennweg, hinter der polnischen Kirche am Rennweg. Und da muss ich jetzt schon vorweg etwas sagen, Polen ist riesengroß. Man kann sich in Polen ganz, ganz viele verschiedene Traditionen vorstellen. Diese Gruppe pflegt eine Tradition und das werden Sie uns jetzt vorstellen. Bitte, Sophia. Danke. Also ich möchte mich im Namen der ganzen Gruppe recht herzlich natürlich bedanken, dass wir die Einladung zu der heutigen Vorstellung bekommen haben. Es ist uns eine große Ehre natürlich, Ihnen unser Stück Kultur von unserer Heimat dann vorzuzeigen, aber auch Ihre kennenlernen, weil für uns alle von der Gruppe ist eigentlich Wien die zweite Heimat schon geworden. Wir sind als Gruppe seit 30 Jahren schon in Wien tätig, treffen wir uns einmal in der Woche am Rennweg und tanzen wir. Wir tanzen, weil es uns ganz einfach Spaß macht. Wir tanzen es, weil wir ganz einfach lieben und hin und wieder werden wir dann eingeladen und dürfen wir auch die Kultur zeigen. Wie ich schon gesagt habe, uns gibt es schon seit 30 Jahren, also fast zwei Generationen. Um ganz kurz zu halten, wollte ich nur sagen, wir stammen aus Süden Polens in der Tatra. Manchen, wahrscheinlich von Ihnen, wird Zakopane ein Begriff sein, von natürlich Skispringen einmal im Jahr. Das ist eben die Gegend, Podhale nennt sich. Und daher stammt auch unser Name. Podhalanie sind natürlich die Leute, die Bergleute, die diese Gegend bewohnen. Und so haben wir uns dann auch abgeleitet, unsere Tanzgruppe genannt. Unsere Trachten, wie die Kollegin dann zeigt, also sind sehr bunt. Die Frauen tragen nur ganz kurz weiße Blusen. Die Jäckchen, die sogenannten Gossets, sind früher natürlich alle handbestickt. Die bunten Röcke und das Jäckchen wird mit einer dementsprechend passenden Schleife zusammengeschnürt. Dazu kommen auch die Kopftücher, die die Damen früher, also jetzt tragen wir es nicht mehr am Kopf, aber ja. Und natürlich Schmuck, für die Frauen Schmuck, also unbedingt die Korallen, die roten Korallen, drei Schnüren und Ohrringe und Ringe. Die Männer sind aber eigentlich auch nicht schlecht ausgefallen. Sie tragen auch weiße Leinenhemden und als bisschen Schmuck natürlich haben sie diese sogenannte Spinka, weil früher auch zu diesen Leinenhemden nicht so viele Knöpfe gab. Und das Hemd wird ganz einfach oben mit dieser Brosche so quasi zusammengeschmückt. Der Schmuck ist natürlich die wunderschönen Filzhosen. Die sind natürlich im Sommer besonders günstig, weil man da so schön abkühlen kann, besonders auch beim Tanzen. Ja? Und Kopfbedeckung ist natürlich der Hut. Zu dem Schuhwerk gilt für Frauen und Männer, sind die sogenannten Kerbze. Das sind so Schuhe, die zusammengeschnürt werden aus Rindeleder, also selbst gemacht. Also da hat es immer Schuster gegeben, die Schuhe herstellen. Die sind für Damen und Herren so quasi einheitlich, sind dann ab und zu nur aus hellem Leder und aus dem dunklen Leder. Zum Tanz und Musik, das werden Sie dann auch selber sehen können. Vielleicht beim Gesang ist spezifisch, früher
haben die Leute, also die Mädchen und Burschen, die Schafe gehütet haben in den Bergen, haben sie sich von einem Alm auf das andere was zugerufen. Da sind so kleine Kurzlieder entstanden. Die werden sehr, sehr laut und sehr hoch gesungen, meistens zwei- oder dreistimmig. Zur Musik, wenn Sie dann noch irgendwie Interesse haben. Musik ist auch, ich will nicht sagen einzigartig, aber es ist es auch schon. Die höheren Töne, die Schöpfe geben, sind ja eigentlich für diese Region eigentlich sehr charakteristisch. Das ist die Geige, die nennt sich auf Guralski Skrzypce eigentlich, ja. Oder Gänschle, eigentlich gesagt Gänschle. Ja, ich glaube, das ist gleich ganz kurze Vorstellung. Ich möchte natürlich nicht sehr lang reden. Sie sollen sich dann selber überzeugen und selber schauen. Und ja, vielen Dank.